Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder ein What I Eat in a Day. Also ihr seht, was ich den ganzen Tag so esse. Ich filme dieses Video mit dem neuen Nokia 8 und zwar habe ich das freundlicherweise zugeschickt bekommen und Nokia Mobile sponsert dieses Video. Also vielen Dank dafür. Das Coole ist nämlich, dass es so ein Feature gibt, das heißt Bothy. Das heißt, ihr seht die Vorder- und die Rückseite, die ich filme, gleichzeitig. Das ist einmalig und Nokia hat eben dieses Feature in dem neuen Smartphone. Und ja, also begleitet mich heute, was ich so esse. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und guten Hunger. Rezepte findet ihr dann wie immer in der Videobeschreibung. Auch den Link zu diesem Smartphone findet ihr dort auch. Also viel Spaß. Guten Morgen. Heute ein bisschen anders. Aus Not. Ich sehe schon, dieses What I Eat in a Day wird ein bisschen schwierig, ein bisschen Reste essen und so, weil wir haben nicht eingekauft und das sind jetzt einfach die Reste. Und ich habe keine Milch und ich kann keine Pancakes machen oder... Ich kann auch kein Müsli essen, deswegen esse ich jetzt dieses Brot. Das ist das hier, das ist das letzte auch. Ich habe nur noch eine Scheibe. Schmeckt ganz gut, das ist eher so mein Notfallbrot. Oder abends esse ich das manchmal. Naja, jetzt esse ich es heute. Das hier. Und da drauf habe ich gemacht Mandelmus. Ich liebe Mandelmus. So ein Klaxer von dem Brombeergelee. Das mag ich auch total, ich mag die Mischung. Ganz viel Birne. Das sind 3 Birnen, weil das nicht reicht. Ja. Wobei, die waren auch eher so mittelgroß. Aber ja, die sind gerade perfekt reif. Peaches rasselt wieder aus. Peaches! Das spielt schon. Naja, auf jeden Fall lasse ich es mir jetzt schmecken und dann habe ich mein Wasser da. Das trinke ich den ganzen Tag und das war's. Ich habe jetzt hier die schwarzen Bohnen. Die habe ich über Nacht einfach im Wasser eingeweicht. Habe sie jetzt nochmal abgespült. Genau, und die koche ich jetzt dann gar. Das dauert, ich glaube, schon so eine Stunde. Ne? Aber es lohnt sich. Man kann es auch vorbereiten. Genau, man kann es auch vorbereiten. Das mache ich ganz gerne und habe das dann einfach im Kühlschrank so verpackt. Dann hat man die immer ready. Ich glaube, das ist ein bisschen viel besser. Okay, cool. Ihr seht, die Bohnen sind ready. Ich habe sie jetzt so abtropfen lassen. Sie sind jetzt ein bisschen abgekühlt, weil ich in der Zwischenzeit noch ein bisschen was gearbeitet habe. Und ja, ich bereite das mal ganz gern vor schon mal, dass es dann einfach ready ist, wenn ich dann Hunger habe. Und jetzt ist es der Fall. Jetzt ist es auch Hunger, ich sterbe. Also, da habe ich jetzt das. Ich hole jetzt noch Reis. Ich habe hier, das ist noch auch so Reste. Das ist eh so ein cooles Resteessen, sage ich euch. Und zwar habe ich hier, da habe ich einfach so reingesteckt. Normalerweise muss man es abfüllen, glaube ich, war zu faul. Naturreis, den habe ich schon vor einiger Zeit gekocht. Das dauert halt immer ganz lange, ne? Man kocht den ja schon so eine halbe Stunde. Deswegen mache ich immer ganz gerne mehr und packe das dann einfach in den Kühlschrank. Und die zwei Sachen werde ich jetzt kombinieren in der Pfanne. Mit ein bisschen Knobi, Zwiebeln und so weiter. Ich habe jetzt noch ein bisschen Quinoa reingemacht, weil ich den auch noch im Kühlschrank hatte. Und ja, warum nicht, ne? Ist noch leckerer dann. Und noch gesünder sogar. Jetzt wrappen. Ich habe jetzt hier so diese Tortillas mit Weizen und Leinsamen. Ganz kurz in den Ofen, die waren zu lang schon. Ein bisschen hart, aber ein bisschen knusprig. Ich habe jetzt auch keine Soße, ich nehme jetzt einfach Mayonnaise. Streicht das so dünn aus. Und dann kommt die Reisbohnenmischung drauf. Irgendwie sind die Wraps so klein. Die sind kleiner als die normalen, sag ich mal. So mini irgendwie. Und so, als hätte ich die selbst gemacht. Oh, ich habe die selbst gemacht. Sieht so aus wie selbst gemacht, ja, weil die nicht so perfekt in Form sind auch. Naja, ich liebe ja unperfekt. Ich liebe unperfekte Sachen. Auch unperfektes Gemüse, unperfektes Obst. Das kaufe ich mir dann immer. Oder so kleine Sachen. Boah, mein Magen voll. Das ist gerade mir läuft schon zu Wasser. Gleich tropft es mir runter, wirklich. Man hätte auch noch Käse drauf machen können. Ich habe noch veganen Käse da. Das wäre cool, das würde schöner aussehen, aber egal. So, jetzt mal die Stunde der Wahrheit mit dem Rappen. Da, ups. So, mal probieren. Es liegt alles drauf. Na, alles sieht grau aus. Aber schmeckt gut. Schmeckt lecker. Das ist immer mein Blick, wenn ich esse. Peaches. Na. Du hast doch schon bekommen.
Also, das Rezept hat jetzt für 4 Wraps gereicht, aber ich kann jetzt nicht noch einen essen. Mein Freund hat auch noch einen gegessen. Aber ich esse jetzt trotzdem noch ein bisschen von der Füllung, seht ihr, mit dem Rest von dem Salat. Genau, einfach ohne Wrap. Die waren nicht so gut. Ich bin jetzt zum ersten Mal geholt, die sind nicht. War nicht so. Waren langweilig irgendwie. Ja, ich esse jetzt einfach nur das. Ist auch lecker. So ein bisschen Burrito Bowl in der Art. Ne? Da ist er wieder, der Hunger. Wir haben jetzt 7:30. Und ich saß jetzt die ganze Zeit eigentlich und habe Sachen gemacht, habe richtig schöne Bildnerzwiebeln. Genau. Die Zeit vergessen. Ich habe noch ein paar Cashewkerne gegessen. Das hätte ich vielleicht noch filmen können, aber gut. Ihr wisst, wie Cashewkerne aussehen. Die habe ich ein bisschen gegessen, sonst habe ich nichts jetzt gegessen. Hab Sauhunger, ich sterbe. Ich habe jetzt voll Bock, weil mir so ein bisschen kalt ist irgendwie heute. Auf Suppe. Ich mache jetzt einfach eine Suppe. Ich habe geschaut, was wir so da haben. Wir haben jetzt gar nicht viel da. Wir müssen auch mal wieder einkaufen gehen. Aber wir haben so ein paar Kartoffeln. Ein paar Karotten. Die haben wir irgendwie immer. Das ist also bislang drin. Ihr seht Karotten, Kartoffeln und Zwiebeln. Das schwitze ich jetzt an so ein bisschen und gieße es dann auf mit Brühe. Ja. Und vielleicht mache ich noch Wirsing rein. Vielleicht tue ich das mal sehen, das ist spontan. Ich schaue dann, wie es aussieht. Da ist jetzt die Suppe. Ich habe sie doch püriert und jetzt gebe ich noch ein bisschen frische Petersilie drauf und das war es dann eigentlich auch schon. Und jetzt bloß nicht wieder Schnauze verbrennen, das passiert nämlich immer. Deswegen warte, Mira, warten. Fertig, aber ich mache mir jetzt noch eine zweite Portion. Noch ein bisschen geht. Okay, Leute, das war's dann. Ich werde heute nichts mehr essen, ich mache mich jetzt Bett fertig. Wir waren noch im Kino gewesen, aber das habe ich jetzt nicht aufgenommen und ich habe nur ein bisschen Popcorn genascht. Süß und salzig gemischt, das ist meine Mischung, die liebe ich am meisten. Und das war's dann. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem What I Eat in a Day und Rezepte, wie gesagt, findet ihr in der Videobeschreibung. Wir sehen uns gerne im nächsten Video wieder. Bis dann und tschüss.